Hallo und willkommen zurück zu Sonic 3. Wir haben hier den Komfort, dass wir einerseits diese vorgegebenen Save Games haben, aber auch manuell speichern können. Also ich fühle mich wieder ganz in meinem Element. Jetzt geht's weiter mit der Hydrosity Zone. Waa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 a
Wann kommt eigentlich dieses Golding? Wahnsinn, wie dieses Spiel mir immer sofort meine Fragen beantwortet. Ich hab... Ich hab gedacht, man fliegt bei... roll dich doch mal. Man fliegt bei dieser Bonusrunde irgendwann einfach nur raus. Aber... diese Randsteine, die man farbig... Brauch ja gar keine Luft. Diese Randsteine, die man farbig macht, die werden dann einfach nur zum Ziel. Na komm, mein Kleiner, komm. und jetzt? Ja, okay, das bläst mich hier hoch. Wollte schon sagen, ich bin doch jetzt nicht vor Stacheln geschützt. Stimmt, da gab es ja auch noch diese Hände. Wieder mal eine sehr schnelle Zone. So, ihr könnt mich mal. Ich brauche euch nicht. Ich brauche nur Luft. Luft. Manchmal muss man bestimmt auch auf die Teile raufgehen, aber ich habe bisher immer die Sorge, dass da oben dann Stacheln sind und die mich da hochschießen. Na? Ja. War ja klar. So, uppala. Den will ich noch. Schnell wieder raus, ja. Was? Wer bist du denn? weg war er auf jeden Fall. Nein. Da gab's was. Oh, verdammt. Na gut. Dann sind wir halt hier durch. Oh, da ist doch schon wieder Boss-Time hier. Okay, woran ich mich offensichtlich nicht erinnern konnte, ist, dass... Sage mal! Geht's noch? Jetzt habe ich keinen Ring. Keinen! Ja, toll. Und auch noch Luftmangel. Achso, ich weiß, wie ich es hätte machen müssen. Nö, geh doch mal da raus. Obwohl, so hätte ich es auch nicht machen können. Das ist echt knapp. Das habe ich nicht so schlimm in Erinnerung. Stopp dich ab und erwarte meinen Angriff. Ja, also man muss offensichtlich in Zone 1 den... den von Dr. Robotnik geschickten Zwischenboss erledigen. Und in Zone 2 oder nach Zone 2 darf man ihn dann persönlich machen. So. Und was sie auch ganz cool gemacht haben, ist, dass es direkt weitergeht nach Zone 1, ne? Dass es hier so ein nahtloser Übergang ist. Ich bräuchte mal Ringe. Scheiße! Wow! War wohl nichts mit Bonusrunde hier. Na gut, immerhin kann ich mir da jedes Mal wieder das Leben holen. Das ist verdammt knapp hier. Okay, wenigstens hat es hier aufgehört. Das wird doch hoffentlich nur Wasser gewesen sein, was mir nichts tut. Moment mal. Ist da wieder hoch? Ja. Ich dachte, ich komme da vielleicht rechts runter. Diese Hand irritiert mich. cool gemacht, das ist ja schon. So, Moment, jetzt hat er mir hier keine Bonusrunde angeboten. Warum? Hatte ich nicht vorher auch nur 11 Ringe oder sowas? Sage mal, wo kommt denn ihr her? Hilfe! Da ist er wieder. Lustig sehen sie ja schon aus, so wie so Einsiedlerkrebs. Ich geh mal da hoch. Obwohl da wahrscheinlich nur er ist. Na komm, schieß mal ab. Schieß da ab. Na komm. Putzi. Naja, hier trotzdem nichts. Hier war doch was. Na? Genau. Zeig mir mal, wo du mich hinbringst. Toll. 10 Ringe? Naja. 10 Ringe sind besser als keine 10 Ringe.
guck nochmal hier. Aha. Oh! Meine kleinen Freunde! Oh, das hätte auch anders aussehen können. Okay. Ah! Oh. Mist, komme ich auf den überhaupt? Ah ja. Gut, jetzt müssen wir es ein bisschen mühsamer machen. Weil wir ja erkunden wollten. Was ich übrigens mal nebenbei erzählen kann, und euch wird es auch schon aufgefallen sein, in so ziemlich... Oh. In so ziemlich jedem Sonic-Teil ändert sich das Sprite, ne? Sieht Sonic ein bisschen anders aus. Also im zweiten Teil fand ich, war er ein bisschen minimal größer. Also heutzutage sieht er ja sowieso ganz anders aus. Heutzutage gefällt er mir überhaupt nicht mehr. Aber vom ersten zum... Na, komm schon. Vom ersten zum zweiten Teil... Oh. Ist er ja auch schon ein bisschen schlanker und größer geworden. Und im dritten Teil, finde ich, ist er wieder etwas gedrungener. Na! Also... Sehe ich ehrlich gesagt gar keine Notwendigkeit, den ständig zu verändern, aber man hat's gemacht. Ich meine, nein, da wollte ich gerne nochmal gucken, schade. Ja, neue Animationen hin oder her, bringt ja Abwechslung rein, aber weiß ich nicht, sich jedes Mal wieder an neuen Sonic so ein bisschen gewöhnen zu müssen. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich mit Sonic 3 nicht mehr so warm geworden bin. Ah, kann ich jetzt hier nochmal gucken? Na komm. Oder wo war das? Oh, tatsächlich, hier wollte ich... Das könnte ein Fehler gewesen sein. Runter. Na gut, man sollte vielleicht auch nicht alles erforschen. Aber ich habe ja gerade ein Leben bekommen. Schadet ja auch nicht. Meine Güte! Ihr macht mich jedes Mal fertig. Jedes Mal. Oh, du da oben kannst mir egal sein. Aber da war doch was. Da war doch was. Komm ich da überhaupt hoch? Okay. Nochmal. Da unten, ne? Hier unten. Naja, komm ich jetzt irgendwie nicht hin. Ich wusste jedenfalls nicht wie. Die Bahn wechseln kann oder so. Egal. Schauen wir jetzt mal hier weiter. Sterben diesmal vielleicht nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das Leben war. Ach ja, hier oben. Oder? Hier? Ja. Gehe ich jetzt da rein oder gehe ich nicht da rein? Ich gehe da rein. Okay. Diesmal gehe ich hier weiter. Rein. Oh, tatsächlich. Erstmal Luft holen. Hier könnte mal wieder... Nee. Doch, da kommt mal wieder eine Bonusrunde. Da fällt es mir auch gerade wieder ein. Die entdecke ich ja sowas von gar nicht mehr, ne? Naja, das bedeutet Recherche. Also ich meine jetzt die mit dem Ring. Hallo? Wie komme ich denn da hoch? Hilfe! Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich will dieses Leben nicht zum dritten Mal holen müssen. Ich muss dieses Leben zum dritten Mal holen. Ja, da wäre sie gewesen. Und 99 Ringe. Oh. Hätte ich ja eigentlich auch noch direkt ein extra Leben holen können, naja. Also noch eins, meine ich. Jetzt muss es aber mal weitergehen hier. Mensch. Machen wir mal ein bisschen Tempo. Zum Glück kann ich mir sicher sein, mit solchen Wiederholungsaktionen kein Millionenpublikum zu nerven,
langweilen. Tut mir leid für dich, der du das gerade guckst. So, jetzt hier. Leben holen und andere Richtung. Ging es denn hier rechts auch lang? Ist ja die Frage, oder ob ich die ganze Zeit eigentlich richtig laufe. Habe ich natürlich nicht so... Nicht so aus... Was passiert denn hier? Moment. Nicht so ausführlich gesammelt, wollte ich sagen. Und deswegen noch keine 100 Ringe. Oh, verdammt. Doch, ich komme da wieder rein. Ich will jetzt mal Folgendes machen. Ich... Das geht nicht. Ja. Ne, ihr wisst, was ich machen wollte. Das geht offensichtlich nicht mit der Sprungfeder. Ich probiere es mal anders. Nee, geht nicht. Es geht nicht. Zumindest momentan nicht. So, immer schön gerollt bleiben. Da hat man es gerade wieder gesehen. Schön, das gab... Das gab ein Leben. Na, hoppala. Ach, das kann ja was werden jetzt hier. Wenigstens ist da die Wasseroberfläche so. Ach, da bin ich ja schon. Okay. Frage, ging es hier noch irgendwo hoch? Mit anderen Plattformen? Ist mir zu mühsam. Ja. Hätte jetzt gemeint, ich probiere mein Glück oben, aber ich muss mein Glück oben probieren. Und ganz in Ruhe. Wir warten auf den nächsten Schritt. Vom Timing her passt es ja zumindest. Wollte mal ein bisschen einen überspringen. Aber sicher ist sicher. Wie hoch kriegt ihr mich? Ah ja. Ein beruhigendes Gefühl, wenn mich hier gerade im Flug nichts angreifen kann. Ha! Was war das? Was war das? Schon wieder eine Sprungfeder hinter? Ja. Und hoch. Und. Was gibt's hier noch? Da geht's nicht mehr zurück. Okay. Oh, yeah. Ach komm, Doppel-K.O. Wie unnötig. Das wäre ihre Bonusrunde gewesen. Haha. Dankeschön. Das wäre mir auch zum ersten Mal passiert mit dem Vieh. Okay. So, oh ja. Auf der anderen Seite gibt es nichts. Ich dachte, vielleicht noch Ufer. Okay, das Prinzip kennen wir. Uiuiuiui. Ja, greif mich. Ich bin bereit. die Ecke kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber da sind noch überall Ringe, also... Oh, da habe ich einen Monitor gesehen. Jawoll. Nein, es hat nicht gereicht. Naja, haben wir wenigstens Luft. Dieser Level... Was ist denn jetzt los? Bitte wie? Kann mir das jemand erklären? Ja, naja. Ich glaube, da hilft auch die Videoanalyse nichts. Die Sache war ziemlich klar. Das war ein Bug, behaupte ich. Sei denn, ich habe hier wirklich was übersehen. Muss irgendwie an dem Objekt festgeglitscht sein und mich da... Keine Ahnung. Kaputt gemacht. Wann kaputt gemacht haben. Nicht nochmal, Freunde. Nicht nochmal. Das ist nicht fair. Ich habe wirklich schon eine Menge Leben gesammelt. Kann man ja nicht sagen. Aber sowas braucht man ja immer für später. Ich verzichte jetzt auf die Hülle und gehe hier oben lang. Oh oh. Jetzt kommt doch wieder eine Gemeinheit. Ja, mach es. Immer nochmal links schauen. Nix. Boss-Time. Ganz. Ja, ich nehme noch mal eine Bonusrunde mit. Um dann... Ach, was war das? Ach, hier musste ich hoch. Ach, genau. Ach, du Scheiße. Oh Gott, da ist ja wirklich die Erinnerung ganz vage.
Okay, das war schnell vorbei. Na gut, da haben sie sich wirklich was ausgedacht an Bonuszonen. So, was konnte denn ihmchen? Ah, der macht, glaube ich, einen Strudel oder sowas. Wobei, Strudel hatten wir ja schon vorher. Jetzt mal gucke ich, ob ich ihn schon... Ah, kann ich schon treffen. Sehr gut. Ich werde mal darauf verzichten, mich da reinsaugen zu lassen. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Greifst du auch an? Er hat da Bömmchen hinten drin, ne? Oh, 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 oh. Okay. Okay. Ist das jetzt eigentlich bisher nicht so schwer? Ach nee, ich musste mich... Ah, ich weiß. Ah! Okay. Nicht den Propeller berühren. Ich glaube, ich musste mich durch die Wassersäule hochschleudern lassen. Aber ich weiß es jetzt nicht. Kann ich da auch draufstehen? Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, so richtig traue ich mich nicht. Ah ja, doch, es ging. Oh! Was habe ich denn da gemacht? Ah! Wie ist denn das passiert? Jetzt reicht's. Das war doch unnötig. Der ist doch gar nicht so schwer. Da noch mal drauf und... Ach komm, jetzt bist du bald hin. Okay, pass auf, jetzt nutze ich den. Hat nicht gereicht. Mano! Und einen noch. Ja. Ja, schwer sind die wirklich alle nicht. Aber so ohne Ringe zu verlieren, ha? Auch so eine Sache. Irgendwas passiert immer. So, bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Es bläst mich raus in den Marble Garden. Wow. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Das erinnert ja schon wieder an die Marble Zone aus Teil 1. Irgendwie ein paar Sachen wiederholen sich immer mal wieder. Naja, sind wir gespannt. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.